Ach schön und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir wollen heute diese Hexenhütte, Moorhütte, Sumpfhütte, was auch immer, die ihr dort im Hintergrund seht, bauen. Und ich würde sagen, wir legen auch sofort los. Zuvor gibt es aber noch eine kleine Ankündigung, denn seit letzter Woche haben wir einen King Yoshi Discord. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann würde es mich natürlich auch noch mega freuen, wenn ihr ein Like und vor allen Dingen aber auch ein Abo da lasst. Aber jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Und wie immer zeige ich euch als allererstes den Grundriss und der ist diesmal ganz besonders einfach, denn das Gebäude besteht aus einem Rechteck und als erstes setzen wir die Säulen und die vorderen Zweie stehen in einem Abstand von drei Blöcken, also insgesamt fünf Blöcke ist die vordere Seite lang und nach hinten sind es 5 Blöcke Abstand, also insgesamt 7 Blöcke lang. Dann gehen wir hin und bauen die Stützen so, dass zwei ganze Bruchsteine übers Wasser herausragen. Bei mir ist das jetzt ganz besonders einfach, weil bei mir das Wasser eh nur ein Block tief ist, aber bei wem es tiefer ist, der baut von ganz unten bis zur Wasseroberfläche, also bis hierhin und dann noch zwei Blöcke oben drauf. Wenn ihr das getan habt, geht ihr an die Säulen und platziert jeweils an der Außenseite, also hier zum Beispiel in diese Richtung und an dieser Seite oder hier an dieser Seite und an dieser Seite, zwei Stonebrick Stufen am obersten Block. An den kurzen Seiten, also vorne und hinten, nehmt ihr euch jetzt äh, Stufen, platziert am obersten Block jeweils einen ganzen Stonebrick Stone -Brick Block und dazwischen noch eine Stufe. An den langen Seiten geht ihr an den Block direkt über dem Wasser, platziert dort eine Stufe verkehrt rum, da drauf eine Stufe richtig rum und noch eine Stufe verkehrt rum. Dann eine Slap ran. und Auf der anderen Seite dann nochmal genau das gleiche mit den Stufen. So dass es sich hier oben dann so verbindet. Dann seid ihr damit erst einmal fertig. Also auf dieser Seite muss es natürlich noch gemacht werden, ist klar. Danach müsste das bei euch in etwa so hier aussehen. Und wenn das so ist, dann geht ihr wieder hierhin und auf die Bruchsteine, die ihr jetzt noch seht, platziert ihr vier Fichtenstämme. An den obersten platziert ihr eine Bruchsteintreppe und obendrauf nochmal eine Bruchsteintreppe. Nehmt euch einen temporären Block, noch eine Bruchsteintreppe, könnt den temporären Block wieder löschen, noch einen neuen temporären Block. Eine Stufe drauf, lasst den noch kurz hier gleich eine Treppe wieder dagegen und auf der gegenüberlinken Seite nochmal zwei Treppen. Das ist euer Dachgiebel. Und keine Sorge, das war es natürlich noch nicht ganz, denn jetzt nehmen wir uns Fichten-Treppen, platzieren erst einmal an jeder Bruchsteintreppe eine Fichtentreppe. Dann gehen wir von unten ran und Platzieren überall unten, außer ganz oben noch einmal eine Fichtentreppe verkehrt rum. Hier oben setzen wir die Fichtentreppe auch verkehrt rum rein, aber so, dass sie nach vorne zeigt. Oben drauf auch noch eine Treppe, nach vorne noch eine Treppe, dann genau das gleiche auf dieser Seite. Danach geht ihr hier in die Mitte und füllt das restliche Dach auch noch auf. Wenn ihr auch damit fertig seid, könnt ihr die Fichtenstufen gleich in der Hand behalten. Denn mit denen werden wir jetzt hier einen ganz normalen Boden einziehen. Um euch die nachfolgenden Schritte etwas zu erleichtern, könnt ihr jetzt erstmal an eure Front gehen, da drei Fichtenstufen platzieren und an dieser Stelle dann könnt ihr dann euren Steg bauen, bzw. bei mir bietet es sich jetzt an, eine Brücke ans Ufer. Hier an der Seite noch ein paar Zäune als Begrenzung bzw. als Halterung und dann steht das Ganze. Und dann ist der Landzugang geschaffen. Nun schnappen wir uns Schwarzeichenbretter und füllen alle Wände damit auf. Danach schnappt ihr euch wieder Spruce-Treppen. Geht hier an euren Eingang, löscht diese drei Blöcke raus. Oben kommt eine Treppe rein. Dann ist es euch selbst überlassen, ob ihr hier lieber eine Eichen- oder lieber eine Fichtentür haben wollt. Ich denke, ich nehme eine Eichentür. Jetzt geht ihr außen ran, schlagt an den langen Seiten immer jeweils. Den zweiten und den vierten. Schlagt an den langen Seiten jeweils immer die zweite und die vierte Reihe, nee, Spalte an Schwarzeichenblöcken weg. Ersetzt den oberen und den unteren durch Fichtenholzstufen, nee, Treppen. Fichtenholztreppen meine ich natürlich. In die Mitte eine Falltür und das genauso auf der anderen Seite. Hinten geht ihr genau in die Mitte, nehmt vier Eichenholzbretter weg, oben und unten einen. Eine Treppe rein und zwei Eichenfalltüren. Jetzt sucht ihr euch eine schöne Stelle für euren Schornstein aus. Ich denke, ich nehme hier. Dort platziert ihr ein paar Bruchsteine. Bei mir ist das jetzt auf Höhe des Giebels. Zwei Treppen obendrauf, zwei Lagerfeuer obendrauf und drumherum einmal Falltüren. Wobei ihr auch hier wieder Eichenfalltüren nehmen könnt, wenn ihr möchtet oder wenn ihr es gerade habt. Ich glaube aber, ich bleibe diesmal bei den Fichtenholz. An den langen Seiten geht ihr jetzt hin und platziert auf diesen zwei ähm, stein Ziegel, treppen jeweils noch drei Zäune. An den kurzen Seiten platziert ihr ein Fass links und rechts und noch zwei Zäune obendrauf. Jetzt solltet ihr das Gebäude noch etwas in seine Umgebung einbauen. Zum Beispiel, indem man hier einfach so ein paar Blätter noch platziert, die hier vielleicht so drumherum wachsen. Oder auch Ranken, die am Gebäude sind. Gerade im Moor, denke ich, passt das ganz gut. Und auch mit den neuen 1.17 Blöcken, also ich sage jetzt neu, sie sind ja gar nicht mehr so neu, aber für mich sind sie noch neu, könnt ihr euch hier natürlich gewaltig austoben. Und auch Beleuchtung darf natürlich nicht fehlen. Ich mache das hier jetzt mit Laternen. Ihr könnt natürlich auch andere Dinge nehmen. Und wer noch etwas mystische Stimmung verbreiten möchte, der kann natürlich diese Laternen zum einen durch solche Kürbislaternen ersetzen, obwohl das hier gerade auf den Zaun nicht so gut passt, aber vielleicht hier oder am Wegesrand, wo ihr möchtet, oder ihr geht unter Wasser, schlagt zwei Blöcke raus unten ein Lagerfeuer und so ein Magmablock drüber. Ich finde, das sieht auch ziemlich cool aus, wenn das dann hier noch so aus dem Wasser dampft. Ich habe unsere Hexenhütte, Moorhütte, wie man es möchte. Jetzt noch ein bisschen vollendet und hier in die Umgebung mit eingebunden. Und ich denke, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auch eingerichtet habe ich es jetzt noch ein Stück weit. Nicht besonders, aber man kann sich doch ganz gut vorstellen, dass hier vielleicht eine Hexe oder Magier oder was auch immer haust und hier irgendwelchen Unfug veranstaltet. Und neben unserem leuchtenden Freund hier beenden wir damit das Video. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like und vielleicht sogar ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was ihr euch als nächstes mal wünschen würdet, was soll ich bauen, wo braucht ihr vielleicht Hilfe, kommt selber nicht mehr klar, schreibt es in die Kommentare, bis dahin würde ich dann aber sagen, macht's gut, ciao.